sich ganz romantisch den Sonnenuntergang anschauen. Und an der Donauspitze in Cuxhaven, da gibt es einen Mann, der dabei das i-Tüpfelchen obendrauf ist. Dirk Sieling ist im Strandbistro ein Garant für beste Ferienstimmung und das übrigens nicht nur abends. Mareike Baumert hat das Unikat für unsere Wochenserie Die Urlaubsmacher einmal getroffen. Dirk Sieling steht nie still. In der Strandbar Duner Spitze ist er das selbsternannte Mädchen für alles und sorgt für Ordnung, Sauberkeit und gute Laune. Dirk Sieling ist ein Urlaubsmacher. Wenn andere relaxen, kommt er ins Schwitzen. Bei rund 22 Grad in Cuxhaven an diesem Tag hat Dirk Sieling ordentlich was zu tun. Für ihn ist es trotzdem bezahlter Urlaub. Ich habe eine geteilte Schicht, also ich fange morgens um 7 an, bin um 10 dann fertig. Getränke auffüllen, sauber machen, Fischstäbchen putzen, waschen und solche Sachen, das sind meine Aufgaben. Dann habe ich von 10 bis 15 Uhr Pause, da habe ich dann Mittagsschlaf und nachmittags bis abends hinein ist es dann auch so, dass ich halt eben auffülle, Getränke, alles, was fehlt, die Tische kontrolliere und die halt eben mich um die Gästebetreuung kümmern. Seine Art der Gästebetreuung sieht übrigens so aus. Schön, dass Sie da sind. Wir fangen heute frühzeitig mit dem Sonnenuntergang an. Während Dirk zwischen den Urlaubern hindurchflitzt, hat er immer einen flotten Spruch auf den Lippen und lässt damit die Arbeit in dem Bistro wohl mühelos erscheinen. Was die Gäste nur mitbekommen, wenn sie am Fenster etwas bestellen, hinter der Theke ist spätestens ab 19 Uhr Hochbetrieb. Wir müssen das Bifrochtes machen, einer muss das Fischbrötchen machen, einer muss die Getränke auffüllen. Ja, das heißt, dass wir haben immer was zu tun. Das ganze Team funktioniert wie ein Zahnrad. Also jeder, das greift ineinander, jeder kann sich auf den anderen verlassen. Und ich bin derjenige fürs Grobe, also alles, was so ringsrum ist. Ne, damit halte ich dem Team den Rücken frei. Den zweiten Sommer macht Dirk diesen Saisonjob nun. Vorher war das Energiebündel Taxifahrer. Bei gutem Wetter wie heute macht er bei der Arbeit jede Menge Kilometer. Durchschnittlich, sage ich mal, am Tag komme ich schon so auf 15 bis 20 Kilometer hier. Das heißt, da weiß man auch abends, was man gemacht hat. Ja, Corona-Speck ist weg vom Winter. Den habe ich gut vernichtet. So. Und schon geht's wieder weiter auf den nächsten Beutezug auf der Suche nach Flaschen und Gläsern. Aber trotzdem bleibt immer ein bisschen Zeit für ein Späßchen mit den Gästen. Hier in Italien ist super, ne? Kannst du nicht meckern, ne? Und die Sicht nach England? Auch überhaupt. Ja. Sehnt sich der Spaßvogel da nicht auch nach etwas Urlaub? Ich feiere dann im Winter einen Urlaub. Ich habe schon Fuerteventura, das ist meine Lieblingsinsel, für November gebucht. Da fliege ich eigentlich jedes Jahr hin. Also da freut man sich dann drauf. Während Dirk seine Runde dreht, macht er auch immer wieder Halt in den Toiletten. Den Gästen hinterherputzen ist für den 53-Jährigen kein Problem. Aber wenn er ganz ehrlich ist, macht eine Sache dem Arbeitsenthusiasten an seinem Job nicht so viel Spaß. Was ich nicht unbedingt gerne mache, ist morgens Fischbrötchen. Ich weiß nicht warum, da ist so eine Sperre drin. Trotzdem ist seine Arbeit hier Dirks Traumjob. Auch wenn mit untergehender Sonne die Zahl der Gäste, die umsorgt werden wollen, steigt. Ja, selbstverständlich. Gehört ja alles zum betreuten Sonnenuntergang dazu, ne? Genau. Ja. Je voller, desto besser. Also ich mag diesen positiven Stress, das macht mir Spaß. Ja. Also ich mach gerne mit Menschen, das ist so das, was mich begeistert. Ein Herz für die vierbeinigen Stammgäste hat er aber auch und eine Bockwurst. Das darf Herrchen nicht wissen, ne? Während Hündin Frieda wahrscheinlich gerne für die Bockwurst kommt, kommen manche Gäste gerne für Dirk. Dirk ist hier, glaube ich, die Koryphäe. Ja. Und ohne Dirk wäre hier ein bisschen weniger los. Der zieht wohl einige Leute an, denke ich mir, so seine Art. Immer ja, lustig, immer fröhlich. Der Dirk hat das eben halt natürlich hier super im Griff. Der hat immer einen lockeren Spruch drauf und das schätzen die Leute hier. Ja, und es ist schön, dass es jemanden gibt, der auch hier nach allem guckt. Während die Gäste ihren Urlaubstag ausklingen lassen und dabei den Sonnenuntergang samt musikalischer Untermalung von Sängerin Leonie genießen, ist Dirk natürlich wieder unterwegs. Und genau das macht ihn unheimlich glücklich. Das ist ein Lebenstraum von mir. Das sind mehrere Komponenten. Erstmal die Atmosphäre, das Publikum, die Gäste, das Team. Ich meine, was gibt's für einen schöneren Job? Und der geht für Dirk oft mit einem schönen Sonnenuntergang langsam zu Ende. Auch wenn die Sonne heute nicht am Horizont, sondern in den dunklen Wolken verschwindet.